Servus Leute, willkommen zurück zu Project Zero 5, Maiden of Blackwater. Im letzten Part habe ich mich nicht ganz so gut gegen einen gehängten Geist angestellt. Das war, glaube ich, der Gasthofbesitzer. Und jetzt sind wir hier auf dem Dach, wo er sein Leben ein Ende gesetzt hatte. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Die Tür muss von der anderen Seite. Okay, dann weiß ich, wo ich hin muss, nämlich da, wo gerade eben der Geist war. Da rein nämlich. Da drin war nämlich gerade ein Geist, oder für mich war es gerade, für euch war es im letzten Part. Und den habe ich eigentlich getroffen mit dem Schnappschuss, aber irgendwie hat es nicht gezählt und dann ist er verschwunden und ich habe ihn nicht bekommen. Schade. Ich muss mich auf meinen Stuhl zurechtrichten. Ja, das gibt es des Öfteren, dass ich mich auf meinen Stuhl zurechtrichten muss, weil ich muss ja auch den fetten Prügel namens Wii U Gamepad halten und da ist es ein bisschen, naja, ihr wisst schon. Ich will nicht reinrennen. Bist du ein Geist? Mann, der etwas anstarrt. Natürlich bist du ein Geist, was frage ich so blöd? In Project Zero gibt es nur Geister und keine Dämonen oder sonst irgendwas. Hoffentlich. Der ganze Raum ist verkohlt. Vielleicht hat der Mann etwas zurückgelassen, das mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Ah, da links. Nee. Hä? Moment, lass mich raten. Das kann ich jetzt nicht fotografieren, oder? Nee, ich brauche den richtigen Winkel. Den richtigen Winkel oder etwa nicht? Da habe ich schon fotografiert, dass es da schon liegt. Nee, habe ich nicht. Das heißt, ich muss von hier aus ein Foto schießen oder wie? Komm, das seh ich doch. Achso, ich muss es anvisieren. Das musste ich ja tun, genau. Wenn die roten Striche blinken oder wenn ich das da machen muss? Das da, oder? Genau, Phantom enthüllt. Ja. Verdammt! Mir auch egal! Du... Oller Schabrackengeist, na warte!
Ja. Ja. Weißt du was? Jetzt reicht's mir. Du wirst Rui. Rui heißt sie. Ich habe ihren Namen vergessen. Du wirst Rui nichts antun, sonst reiß ich dich in Stücke. So, jetzt komm her. Geister des Sicht. Rühr Rui nicht an oder du lernst mich kennen. Nein, jetzt grad weg. Da ist sie. Ich hab sie doch erwischt. So, du bist da. Ach so, du bist die erhängte Frau. Ja, danke. Guck nicht so. Mach sie platt. Ich hab gar. Nee, jetzt schnell. Ich habe gerade eben noch in dieser kurzen Zwischenpause, die ich gemacht habe, auf meinen Kanal nachgeguckt und ich habe 2 Abos mehr. Jawohl. Geil. Mit 100, 400. Lass mich jetzt nicht lügen. 83. Das heißt, mir fehlen noch 17 Abos für 500 Abo Special. Hör auf, so herumzubaumeln. Sag mal, willst du mich hypnotisieren oder was? Das fu funktioniert vielleicht bei Rui, aber nicht bei mir. Ich bin der Wolf. Ich habe auch so Orientierungslosigkeit. Ey, komm! Na, warte. Jetzt ist sie rechts. Ja, komm her. Greif mich doch an, Geisterfrau. Nicht von hinten, schön von vorne. Schön fair spielen, Mädchen. Das war nicht so viel Schaden. Ja, jetzt, wo ich angreifen könnte. Da ist sie. Komm her. Ich warte auf dich. Ja, das war blöd. Jetzt kommt sie. Boom! Der hat so gesessen. Komm her. Das Kampfsystem ist hier anders als im ersten Teil. Nicht so nahe. Nicht so nahe, habe ich gesagt. Bin mal gespannt auf die anderen Kampfsysteme von den anderen Project Zero-Teilen. Sie zieht sich in ihr Gästehaus zurück. Hau ab von mir, Mädchen. Ich glaube, ich sollte das auf der Distanz lassen. Sie hypnotisiert mich. Oder versucht es zumindest. Im richtigen Moment ballern und dann kriegst du alles zurück. Du wirst Hui, Hui. Warum Hui? Klingt fast wie Hiwi. Du wirst Hui kein Haar krümmen. Sonst lernst du mich kennen, Madame. Komm her. Na, ne? Hast Angst, nicht wahr? Was für, wie überheblich ich gerade bin. Dabei bin ich derjenige, der eigentlich Angst haben sollte. Und wieder!
覚えてないのか。とにかく帰ろう。もう山から出ることはできない。ここで溶けるのです。Sag mal, das gibt's doch nicht, oder? Na warte, komm her. Priesterin des schwarzen Wassers. Ich glaube, du warst es nämlich. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Lass meine Assistentin! Kannst du noch so eine göttliche Figur sein? Na, komm her, komm her, komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Bam! Tödliches Foto 00,00. Warum auch immer. Oh, du bist so fertig, beweg dich nicht, überlass das mir. Ey, geh auf mich. Ich bin dein Gegner. Gut, dann schieße ich ihn so. Ja, ich weiß, ich halte die Wii-U-Fernbedienung gerade total schief, aber... Nein! Oh, ich habe die falsche Taste gedrückt. Natürlich ist sie genau vor mir. Jetzt ist sie links von mir. Hör auf mich auszulachen! Ausweichen! Komm her. Ja, noch näher! Du mich nicht. Das erste Foto hat zwar nicht getroffen, aber dafür die anderen. Na komm her, Mädchen. Regnet es da um Pilze? Nee. Das sind die Wassertropfen auf der Kamera. Ich würde gerne deine Lebenspunkte sehen, aber... Eine Frau, die wie eine Priesterin gekleidet ist. Hat sie etwas mit der Notiz im verkohlten Raum zu tun? Eine Notiz, sie scheint ein wenig angesenkt zu sein. Angesägt, genau. Dreckige Notiz. Das Album mit Leichenfotos wurde von einem Volkskundler zusammengestellt, der auf dem Berg lebte. Sein Name war Keiichi Katarai. Keiichi Katarai. Der Brauch faszinierte ihn so sehr, dass er beschloss, auf den Hikami-Berg zu ziehen und die Verbreitung des Phänomens in Japan zu erforschen. Auch mein Vater schien diese Fotos zu interessieren. Für merkwürdige, fremde Bräuche konnte er sich schon immer begeistern. Als er den Gasthof noch selber führte, half er Watarai dabei, Leichenfotos im Nachbardorf einzusammeln. Auf dem Hikami-Berg wurde das Wasser selbst vergöttert. Watarai wollte wohl ein näheres Verständnis für diese einzigartige Sichtweise erhalten und errichtete so ein Haus inmitten des Waldes. Er wurde dabei von meinem Vater unterstützt, der einst bereits den Gasthof fertiggestellt hatte. Er hatte dabei einen alten, unbenutzten Schrein als Fundament verwendet. Ich glaube, er war davon überzeugt, dass die zusätzlichen religiösen Aspekte mehr Besucher anziehen würden. Eines Tages verschwand der Volkskundler spurlos. Ein Suchtrupp von mehreren Leuten wurde gebildet, jedoch konnten sie ihn nirgendwo aufspüren. Sogar die Straße, die zu seinem Haus geführt hatte, wurde wohl vom Wald verschluckt. Auch mein Vater suchte den Berg ab, doch konnte er lediglich das Fotoalbum finden. Er war tropfnass, als er nach Hause kam. Ich kann mich noch daran erinnern, dass sein Benehmen komisch war. Seine Augen glänzten sonderbar, fast so, als hätte ihn etwas besessen. Das nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass auch mein Vater kurz darauf spurlos verschwand.
Ich hatte die Fotos ganz vergessen, bis ich sie nach dem Erdrutsch im alten Gebäude wiederfand. Und jetzt verstehe ich, warum mein Vater und auch Watarei uns damals verlassen haben. Diese Bilder sind wunderschön. Keiichi Watarai, ein Volkskundler, der auf dem Hikami-Berg gelebt hat. Hisoka hat wahrscheinlich ein paar Bücher über ihn. Es wird Zeit zurückzugehen. Rui muss sich ausruhen. Das Album, das der Gastwirt zurückgelassen hatte, wurde von einem Volkskundler zusammengestellt, der auf dem Hikami-Berg gelebt hatte. Während Ren und Rui den Gasthof durchsuchten und die Spur des Geistes des Inhabers aufgenommen hatten, hatte ein Geist versucht, Rui zum Selbstmord zu verleiten. Dann tauchte im strömenden Regen auch noch eine unheilbringende Priesterin auf. Ren und Rui verließen den Berg daraufhin mit mehr Fragen, als sie zu Beginn hatten. Dritter Tropfen. Es! Ich glaube, es ist gut. Also zumindest soweit ich weiß, ist es der beste Rang, den man haben kann. Das war schon ziemlich nett, obwohl ich mich eigentlich gar nicht mal so gut angestellt habe, aber trotzdem nett. Intermezzo. Schattenwahrnehmung. Yuri Kotsukata. Ah, das heißt, ich bin wieder mit Yuri. Hisoka wird immer noch vermisst. Yuri spielt die Dinge, die sie auf dem Berg erlebt hat, erneut vor ihren Augen ab. Fuyuri nahm sich im Bann eines bösartigen Geistes das Leben. Die Leichen der Priesterinnen wurden im Becken der Reinheit angeschwemmt. Diese beunruhigenden Bilder lassen für Yuri keine Zweifel zu, dass der Hikami-Berg ein schreckliches Geheimnis verbirgt. Mit der Kamera Obscura, die sie auf dem Berg fand, macht sie sich auf die Suche nach einem Relikt, das sie zu Hisoka leiten könnte. Will ich die Kamera Obscura schon nehmen? Eigentlich nicht. Hisokas Kamera Obscura liegt auf dem Schreibtisch. Ich sollte nicht ohne sie losgehen. Ja, und draußen regnet es, ja. Toll. Wirklich toll. Hisokas Kamera Obscura liegt auf dem Schreibtisch. Dies ist das einzige Foto in der Kamera Obscura, auf dem etwas zu erkennen ist. Eine dunkle Silhouette, die auf dem Wasser zu stehen scheint. Die anderen Fotos sind unbrauchbar. Sie sind alle schwarz, als ob sie stark im Licht ausgesetzt wurden. Das hilft mir nicht weiter. Vielleicht gibt es mehr Hinweise in Hisokas Zimmer. Ich suche Hisokas Zimmer. Wenn es da draußen jetzt regnet, dann beunruhigt mich das etwas, weil das ist immer so eine Horrorstimmung. Macht noch langsam die Tür auf. Wo ist denn Hisokas Zimmer eigentlich? Kamera. Also Joystick-Dingens hier. Falsch. Falsch. Richtig. Yuris Zimmer. Hisokas Zimmer. Jetzt kommt ein Geist, oder? Oder ein Blitz. Oder irgendwas in der Art. Ah, dieses Geräusch wieder. Hisoka Kurosawa. Hisoka. Er hat sie immer gern gegessen, um sich zu entspannen. Der japanische Stil des Zimmers hat ihr dabei geholfen, Stress abzubauen. Öffnen. Das ist wahrscheinlich das, was ich machen muss, deswegen mache ich jetzt was anderes. Okay, das habe ich schon mal.
Das habe ich auch schon mal, okay. Schublade ist verschlossen. Die Kammer Obscura registriert etwas. Ah. In meinem Zimmer unterm Bett. Auf dem Foto ist etwas zu erkennen. Das ist die Abstellkammer im Erdgeschoss. Okay, dann nimm die Abstellkammer. Muss ich hier jetzt bei mir rumrennen und Geister jagen? Das wird mir nämlich gar nicht gefallen. Abstellkammer, Abstellkammer, Büro. Hauptabstellkammer. Ach komm, was habe ich schon großartig zu verlieren, außer dass irgendein Jumpscare kommt und mich erschreckt, nicht wahr? Ich habe alles zu verlieren, was laber ich so blöd? Was war das? Wenn ich da lang gehe. Das heißt, ich muss mich umdrehen. Das war falsch. Einfach weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe, Geist. Ich weiß nicht, ob hier ein Geist ist, aber ich tue einfach mal so, als ob hier einer wäre. Damit ich mich nicht mehr erschrecken kann, wenn dann einer kommt. Jetzt zum Beispiel. Oder jetzt. Oder jetzt. Oder irgendwann. Meins. Geisterhand, 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 Geisterhand. Da liegt etwas unter dem Bett. Kleiner Schlüssel. Schublade. Ach komm, ernsthaft. Ich weiß. Ich war da gerade. Miku Hinasaki? Das ist Miku. Oh, Miku, ich liebe dich. Es scheint sich um eine Anfrage für das Wahrnehmen von Schatten zu handeln. Fall abgebrochen. Ist in großen roten Buchstaben darauf zu erkennen. Subjekt Miku Hinasaki. Kunde Sachiyama. Freundin. Relikt persönliches Foto. Details. Sie verschwand während der Suche nach ihrem vermissten Bruder, aber wurde kurz darauf wiedergefunden. Sie hat ein Kind, der Vater ist unbekannt. 3 Jahre später ist sie wieder verschwunden. Anmerkung: Fotografin. Kunde ist der Vormund ihrer Tochter. Miku hat ein Kind? Okay, werde ich wahrscheinlich noch irgendwie erfahren in Portion 2, 3 oder 4. Keine Ahnung. Ja, schauen wir mal, was uns da in den Vorgängerteilen zu erwarten wird. Resultat: Suche abgebrochen. Wurde mehrmals versucht, Schatten wahrzunehmen, doch waren die Spuren zu schwach. Ich vermute, das Subjekt ist noch am Leben, jedoch wird ein stärkeres Relikt benötigt. Es kann durchaus sein, dass das Subjekt nicht gefunden werden will. Oh, Miku, ich liebe dich. Du bist so süß, so hübsch. Ein herzlicher, aber einsamer Gesichtsausdruck. Sie sieht aus, als würde sie sich jeden Moment in Luft auflösen. Mehr Seiten. Tsugimugi Katashina. Tsugimugi Katashina, Kunde, Familienarzt. Relikt, persönliches Foto. Details. Instabile Familie. Gibt sich selbst die Schuld am Streit mit Halbschwester, scheint sich selbst Verletzungen zugefügt zu haben. Anmerkung: Die strikte Familie kann der Auslöser dafür sein. Der Arzt soll sich dem annehmen, nachdem das Subjekt gefunden wurde. Resultat: Suche abgebrochen. Die Familie hat sich mit mir in Verbindung gesetzt. Die Angelegenheiten wurden in die Polizei übergeben. Man hat mir ans Herz gelegt, die Ermittlungen einzustellen. Ah. Gesicht strahlt einen Hauch von Traurigkeit aus. Sie wird noch immer vermisst, jedoch hat ihre Familie die Suche nach ihr aufgegeben. Fall abgebrochen. Ist in großen roten Buchstaben zu erkennen. Yuriko Tsukata. Ah, das bin ich. Also hier, das Mädel, das ich gerade spiele. Yuriko Tsukata. Kunde, reliebbefindliches Foto. Details. Emotional instabil, nachdem sie Familie in einem Unfall verloren hat. Geht seit ihren
geht seit einigen Tagen nicht mehr zur Schule. Laut Nachbarn hat sie das Haus wie immer verlassen. Anmerkung: behauptet Dinge zu sehen, die für andere Leute unsichtbar sind. Scheint sich nun erholt zu haben. Resultat in meiner Obhut. Beobachtung notwendig. Hier ist sie sicher, jedoch sollte ihr aufmerksam zugehört werden. Ich werde eine Zeit lang auf sie aufpassen. Und das bin ich, Juri. Ein Foto einer Abschlussklasse. Was für ein intensiver Gesichtsausdruck. Ob ich mich seither wohl sehr verändert habe, mir fällt es noch immer nicht leicht, in den Spiegel zu schauen. Um ehrlich zu sein, wäre es mir lieber gewesen, wenn jetzt ein Speicherpunkt gewesen wäre. Komm, Geist! Kein Geist? Okay, gleich kommt einer. Hab keine Lust auf Geister. Ich will eigentlich den Part beenden, aber ich habe nirgendwo ein Speichersymbol gesehen. Geist, komm raus, wo du immer du bist. Ich habe keine Angst vor dir. Doch habe ich sonst wirklich so. Warte! Achso, das ist das Radio. Ich dachte schon wieder, ich muss einen Herzinfarkt bekommen. Geh da rein, geh da rein. Sperr die Lade auf. Speicher schnell, sonst wird der Part zu lange. Du hast den kleinen Schlüssel benutzt, um die Schublade zu öffnen. Eine Akte befand sich in der Schreibtischschublade. Sie beinhaltet Fotos und einige Seiten Papier. Subjekt: Haruka Momose. Kunde: Efimino. Freundin: persönliches Foto. Wenn ich viel lesen muss, muss ich auch gähnen. Sorry. Details: Kunde und Subjekt waren Stammgäste des Cafés. Ein Gruppenselbstmord wurde zur Zeit des Verschwindens gemeldet. Zusammenhänge sind nicht bekannt. Anmerkung: ein ruhiges, sanftmütiges Mädchen richtete sich gerne nach anderen Leuten. Oh, Moment, du warst doch die, die auf den Berg vermisst wurde. Die Fujihimo, wie heißt sie jetzt schnell? Fujihimo, Hime? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, der Name ist zu schwer für mich. Die sie gesucht hat. Glaube ich. Haruka Momose, verglichen mit dem Foto, auf dem sie mit so heißt sie, Fuyihi zu erkennen ist, ist der Gesichtsausdruck etwas trüb. Miyu Hinasaki, noch eine Person, die auf dem Berg verschwunden ist. Hinasaki, das sagt mir was. Mikus Tochter? Schwester? Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, vielleicht erfahren wir das noch irgendwann oder in einem der früheren Project Zero-Teile, kann ja sein. Miyu Hinasaki. Pflegemutter, persönliches Foto. Also, es machte sich auf die Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Okay, Miyu ist Mikus Tochter. Die seit ihrer Kindheit des Subjekts vermisst wird, erwähnte den Hikami-Berg ihren Agenten zufolge. Anmerkung: soll übersinnliche Kräfte besitzen. Kunde ist sehr besorgt. Miu! Ein Foto einer schlanken und eleganten jungen Frau. Das ist also Miu Hinasaki. Eine Kassette aus dem Anruf, auf einem Anrufbeantworter, auf dem Etikett zu erkennen sind, ein Datum und der Name eines Kunden. Noch eine Akte. Oh, das wird so ein Lesepart. Aua. Das heißt, ich muss den Part etwas länger machen. Und das ist doof. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber der Part davor war etwas kürzer, also. Eine Akte einer vermissten Person namens Kazuya Sakaki. Hisoka hat den Namen schon mal erwähnt. Kazuya Mishima. Oh, der wird nicht vermisst. Aber schade, dass er nicht vermisst wird, weil der ist ziemlicher Fiesling. Kazuya Mishima. Also jeder, der Tekken kennt, weiß, wovon ich rede. Sakaki, genau. Kazuya Sakaki. Kunde Ren Hojo. Persönliches Foto. Warum immer persönliche Fotos? Das Teil verschwindet gern für ein paar Tage von der Bildfläche, meldet sich nicht mehr, seitdem er losgegangen ist, um Leichenfotos für Ren zu sammeln. Mögliche Kontaktaufnahme abwarten. Anmerkung: hinterlässt einen schlechten Eindruck. Ren sehr unähnlich. Kazuya Sakaki. Ein Freund von Ren, jedoch habe ich ihn persönlich nie getroffen. Ein Tagebuch lag hinten in der Schublade. Es handelt sich hierbei um Notizen über Kunden. Oh, das ist ja ganz schön viel Lesestoff.
Ich habe mich mit einer potenziellen Kundin getroffen. Es ist nicht bekannt, ob das Subjekt tot oder lebendig ist. Sie sagt, dass sie sich wahrscheinlich irgendwo verlaufen hat. Wahrscheinlich wartet sie auf Hilfe. Sie will ihr Haus nicht verlassen, da das Subjekt von allein zurückkommen könnte. Ich bin aus dem Konzept gekommen und habe etwas Unangebrachtes gesagt. Ich fragte sie, was sie tun würde, wenn wir ihre Freundin finden. Sie lachte und meinte, es gibt einiges, das ich ihr sagen will, wenn sie zurückkommt. Ihr Lächeln wirkte gezwungen. Die ganze Situation schien an ihr zu nagen. Ich sollte mich wirklich um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Ich lasse Juri nicht gern allein, aber dieser Fall hat Vorrang. Ich hab keine Zeit zu verlieren. Ich muss gehen. Sagte, wurde für ihn vermisste Person, nie sogar angenommen hat. Haruka Momose, das ist das Mädchen, nach dem Fuyuhi gesucht hat. Vielleicht kann ich sie finden, wenn ich dieses Foto als Relikt benutze. Begib dich zum Hikami-Berg. Und wie? Einfach rausgehen? Erdgeschoss. Intermezzo. Wie sind das gemacht? Einfach rausgehen oder? Kommt her, Geister, ich warte schon auf euch. Drehe ich mich jetzt in die richtige Richtung? Ah, toll, danke, dass ich das Falsche drücke. Danke, dass ich nochmal das Falsche drücke. Kommt her, Geister. Ja, toll. Kommt her, Geister, ich habe null Angst vor euch. Doch, eigentlich habe ich Riesenangst vor euch, aber egal. Ich will zum Hikami-Berg, denn da wird hoffentlich gespeichert und dann kann ich den Part beenden und für heute aufhören. Komm, komm, kommt her, Geister, ich warte auf euch. Gebt's mir. So, jetzt werde ich gehen und hoffentlich wird mich niemand daran hindern. So wie du zum Beispiel. Hisoka Kurosawa. Hisoka, diesmal werde ich dich retten. Mit Hilfe der Kammer Obscura fand Yuri einige Akten mit Fällen vermisster Personen, die mit dem Hikami-Berg im Zusammenhang stehen. Noch viel entschlossener als zuvor entschließt sie sich, auf dem Hikami-Berg zurückzukehren und Hisoka zu finden. Oh, das ist ja ein perfektes Ende fast schon. Vierter Tropfen. Finde Haruka Momose. Ja, ich werde jetzt aber hier beenden, weil 33 Minuten, das geht gerade noch so. Naja, egal. Dann würde ich sagen, das war Project Zero 5. Maiden of Blackwater. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.